Hey Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Danke fürs Einschalten. Freut mich, dass ihr da seid. Es geht weiter in der kleinen Stadt. Ja, danke auch für die fleißigen Liker und Kommentierer. Ihr wisst ja Bescheid. Support ist immer schön. Ah, ich habe jetzt noch ein paar Sachen hier und dann machen wir weiter mit der Hauptquest. Beziehungsweise erstmal die Nebenquest. Quatsch. Aha. Vielleicht kriege ich dann noch einen schönen Bogen oder sowas zusammen, weil das hat sich ja danach angehört. Wir müssen nämlich die Halskette, das Horn und den Bogen, glaube ich. Die Halskette haben wir gebracht. Den Boten für den Bogen, den geben wir, glaube ich, als nächstes. Oder wer war das? Oder war das der für die Halskette? Ach, was weiß ich. Wir werden es sehen. Das habe ich schon von weitem Blinken gesehen. Okay, wie gesagt, Pflanzen brauche ich jetzt nicht alle aufheben. Oh, die Kiste. Hä? Unterwasser? Oh ja, war wirklich Unterwasser. Aber doch, Pflanzen sollte ich vielleicht auch wieder, weil ich habe viele verkauft. Wenn ich mir Sachen machen will. Gut. Geht's da? Nö. Wie ich denn da rein? Hier? Nee, auch nicht. Wie komme ich an diese Kiste ran? Vielleicht von hier, ne? Ja, ja, am besten so weit wie es geht. Einmal außen rum. Da ich dann hier vielleicht sogar noch ertrinke, wenn ich blöd zurückschwimme und zu lang brauche. Vor allem unter Wasser ein Schloss knacken macht das erstmal. Ja. Oh, die auffälligen Verzierungen dieses Feuerbohrers deuten darauf hin, dass er für die Neufeuerzeremonie gedacht war. Ein aztekisches Neujahrsfest, an dem 5 Tage lang gefastet, Aderlässe durchgeführt und Opfer dargebracht wurden. Der Feuerbohrer wurde auf der Brust der frisch Geopferten platziert und entzündete mit seinen Funken ein großes Freudenfeuer, das wiederum die Flammen jedes nahen Tempels nährte. Mhm. Oh. Weil Menschenopfer ja auch so cool sind. Na gut, in deren Kultur war es das schon. Na komm, Ching. Was ist jetzt immer mit Maus, da kriege ich wenigstens dieses akustische Signal. Nein. Na komm schon. Dieser Bohrer scheint allerdings nie benutzt worden zu sein. Seine Rillen weisen keinerlei Blutspuren auf. Ja, mit ihren Menschenopfern, meine Güte. Damals, als es noch hip war. Aber vor heute wird es noch Menschenopfer geben. Weißt du, wie viele Leute sich sofort umbringen würden oder lassen würden? Nur wenn es hip ist, nur wenn es gerade trendy ist. Ja. Oh, ich muss es machen. Ich muss dem Trend folgen. Folge leistet. Ah, oh, schon wieder. Ist immer ein Käfer drin. Macht ihr das mit Absicht, Kinder? Der beißt. Oder war es eine Spinne? Auch egal. Beißt auch. Ja, Tatsache, die füllen das mit der Zeit immer wieder nach hier, die Leute. Oh, ich habe übrigens noch einen Skillpunkt bekommen jetzt das Mal. Kann ich mir jetzt, glaube ich, die Fähigkeit nochmal holen, hier die zweite. Nee, warte, was? Die Lockpfeile. Lockpfeile, geräuschlose Pfeile, Stoff und Toxin. Diese Pfeile locken Feinde an und explodieren bei Annäherung in einer tödlichen Wolke aus Nervengas. Das ist voll gut. Hallo? Na, ich mach das jetzt hier. Geht das nicht hier?
Nee, offensichtlich nicht. Schade, dass die Alte nicht mehr aufgetaucht ist. Na, warte, vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Moment, warum ist da... Kann ich das nicht runterschießen? Ich kann keine Waffe auswählen, das ist echt doof. Oh, da ist ja noch ein Text. Na, sieh mal an. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Boah. Hört sich nicht sehr gut an. Ja, dann schlaft man in der Nacht richtig schön fest und tief. Ach, hier ist noch. Ah. Können markieren. Okay. Lass mich. Warum kann ich es nicht markieren, bitte? Ha, okay, da komme ich wohl auch überhaupt nicht rein, weil die andere Höhle... die führt ja zu der ausgestoßenen Frau. Aber den kann ich immer noch nicht lesen. Ach Mann. Ich glaube, der Text hätte fast ausgereicht. Ist hier immer noch so ein Haken? Vielleicht reicht das dann. Quali, Quali, die beste Quali. Ich da nur. Dann habe ich nicht, dass ich hier Herausforderungsdinger sehe. Beim tollen Zeug hier. Was denn? Ich laufe da nur. Na, guck diese Frösche hier. Kann ich die nicht runterschießen? Macht ihr was schön. Also der Frosch ist auf jeden Fall auch noch was. Aber kann ich jetzt noch nicht machen. Vielleicht kann ich irgendwann später hier schießen. Dann wird es wieder Sinn machen, wenn ich hier schießen könnte. Klingt da was, oder bin ich bescheuert? Nee. Bescheuert. Oh, Kerl, du bist die ganze Zeit am... Batzen! Hast du noch was zu sagen? Folge dem Klang der Trommeln. Ja, ich weiß, aber die übertönen die Frau ein bisschen mit ihrem Trommler. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt.
aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte gucken. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, danke. Brauchst nicht nochmal, 1:1. Nee, also bei aller Liebe, Trommeln bringt nichts. Darauf zu hören, meine ich. Weil hier trommelt keiner. Das ist irgendwann das Leder zum Trocknen auf, ich nehme es mir einfach. Zack. Aha. Aber nichts, nee. Willst du plündern, Fremde? Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Von einem Übergangsritus. Einem Test, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Einer Prüfung für jeden Kultistenkrieger. Das ist nichts für jemanden wie dich. Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Dann finde den Pfad der Schlacht. Mal sehen, ob du und dein Hochmut ihn überleben. Ah. Gut. Hast du mich gerade gechallenged? Pfad der Schlacht. Bringt halt schon was, mit anderen Leuten hier zu quatschen. Oh. Das ist wieder doof. Deswegen muss ich auch nicht abknallen, weil hier sind immer... welche, die liegen da tot rum. Oh, wie schön. Eine wilde Natur. Hey, ich finde das wunderschön. Oh nein, geht er weg. Geht er nicht ran, das ist dann... weiß ich nicht was. Aber vielleicht seid ihr verwandt. Hm. Ich denke auch viel mehr Sachen. Grab. Hier könnte es schon sein. Oh, das ist noch ein Feuer. Habe ich das schon geholt? Offensichtlich nicht. Ah, so. Ich musste kurz Pause machen, Leute. Weiter geht's. Herausforderungsgrab. Das ist da hinten. Da, oh, und die Schweinchen. Nein, ich werde die Schweinchen nicht töten, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist ein bisschen... oh, da blinkt was. Aha. Super. Ich mag Zeug. Ich liebe Zeug. Wenn ich Zeug finde, ist es immer schön. Seht ihr, wie das hier leuchtet? Seht ihr mal, das ist wie so eine Art Fußspuren. Ach so, warte, das könnte das Schwein sein, das ich hier erjagen muss. Das. Oder kann. Ich will aber das Albino-Schweinchen nicht töten. Ich töte doch keine Albino-Schweinchen. Oh, und da kam ich her, genau. Oh mein Gott. Was für eine Opfer. Opfer. Guck mal, da sind Handschellen. Als würde sich hier jemand einfach freiwillig opfern lassen. Das muss der Nawal sein. Die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Okay, Nawal. Hört sich ja fast an wie so eine. Wie heißen die? So ein Nawal? Wie. Die haben so ein kleines Horn. Nawal. Wo kann ich jetzt... da ist ja gar nichts mehr. Klar, wir gehen weiter zum Grab. Ja, guck, da sind die Fußspuren. Oh, ich will das auch nicht töten. Ich mag die total gerne, die Viecher. Oh. Wie es wegläuft, das Albino-Schweinchen. Oh, jetzt ist es verschwunden. Das ist gut. Das ist gut. Ach warte, jetzt bin ich ja wieder hier. Huch.
Ich gehe vielleicht mal ins Herausforderungsgrab. Hoch. Ah. Zeug! Zum Glück keine Piranhas hier. Oh, warte, ich könnte mich vielleicht mal... Ich ziehe mich vorher noch mal ganz kurz um. Und werde Klamotten anziehen, die mir mehr Sachen zu sammeln ermöglichen. Die aber auch nichts Angst hat vor mir. Also im ersten Moment halt nicht. Wenn sie mich dann sehen, rennen sie schon weg, die Viecher. Weil im Prinzip sind das ja alles... Das ist ja alles Jagdgut. Erlitten einen Schaden. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken. Rennen ist leiser. Nein. Lautlos-Kills? Nein. Ja. So, das nehmen wir mal. Und... Ja, komm. Feinde brauchen länger, um mich zu entdecken. Ist schon ganz nützlich. Du kleines Schweinchen! Lauf schnell weg! Wollte ich jemand ertötet? Ertötet? Ertötet. Leute, ich feiere das Spiel so. Das ist eines der besten Spiele dieses Jahr mal wieder für mich. Da sind ja schon richtig zwei. Weil ich hier echt, echt gerne sammle und überhaupt. Hallo? Dein Zimmer? Danke. Es ist so eine große offene Welt, die ist einfach schön, man entdeckt gerne alles. Ne? Perfekt. Huch, jetzt geht mein Handy an. Ich habe gar nicht... Was machst du denn? Moment. Ich muss das mal... So, jetzt. So, und das ist Versteck, ja? Oh, Fräschlein. Das habe ich schon gefunden, danke. Ist es das auch? Ich meine, ich hätte damals... Ja, das ist es wohl. Warum bin ich denn damals eigentlich nicht da rein? Ich war doch schon mal hier in dem Gebiet. Das weiß ich ja. Oh. Fischies. Und? Zeug. Ich mag Zeug. Habt ihr schon gesagt? Ja, ich mag Zeug. Lass nur noch ein bisschen Luft. Ich weiß ja nicht, wie lange es hier noch geht. Huch. Scheiße. Gut, dass es nicht gruselig aussieht. Würde ich so einen riesen Maul schwimmen, ne? Ich mach mir ja gerne. Oh oh. Au. Bin doch gar nicht dagegen gekommen. Eine finstere Begrüßung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Ja, überall Spinnen, ne? Immer schön auf die Spinnen treten. Was? Oh. Ah. Ach, du Elend. Da kommen gleich die ganzen Fledermäuse. Tausende. Da drüben ist aber auch noch was. Glaube ich. Eine Plattform zumindest. Du Elend. Ossarium. Wie die Mondgöttinnen in vielen anderen Kulturen war auch die Maya-Göttin Ixchel eine Muttergottheit, die über Schwangerschaften und Geburten wachte. Zu den Naturphänomenen, die ihr zugeordnet wurden, zählten unter anderem Wasserfälle, Regengüsse und Regenbögen. Sie war außerdem die Göttin jeglicher Handwerkskünste, wie der Wasserfarbenmalerei und der Webkunst, die sie erfand. Sie war allerdings nicht nur fürsorglich. Ihr Haar bestand aus lebenden Schlangen, sie trug einen Rock aus Knochen und hatte ein legendäres Temperament. Ach, die Mutti. Die Mutti mit den Schlangenhaaren. Und die Kinder, die nicht artig waren, die wurden zu Rock verarbeitet, ja? So, so. Obsidianklingen sind nie stumpf. Oh ja. War schwierig, die zu bearbeiten, würde ich mal sagen, oder? Oh! Au! Ist direkt wieder schneidet, die Arme. Oh, Spidey! Ja! Das ist irgendwie schon ein bisschen... So ein bisschen Ansage, oder? Spinnen, die giftig sind und natürlich Obsidian klingen. Das müsste funktionieren. Was funktioniert hier?
Oh, seht ihr, die drehen sich die Klingen. Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Warte, ich spring erstmal hier rein. Ha! Schwimmen mit den Knochen, guck mal. Oh, da war noch Obsidian oder was in der Wand? Ja, Obsidian hier. Erz meine ich. Oh, was ist das für eine Strömung auf einmal? Krax. Sechs Stück. Boah, das ist ja echt eine Strömung hier. Hier verzieht mich halt was darüber. Oh, lesen. Oh, nächste Stufe. Geil, endlich. Kukulkan sagt, sie fürchten uns nicht, wenn wir keine fähigen Krieger sind. Und um fähig zu werden, müssen wir die Prüfung bestehen, die ihr Volk erdacht hat. Diese Partizianer wissen nichts über den Krieg. Ihre Klingen und Speerspitzen sind stumpf geworden. Ich werde ihre Rituale abschließen und ihnen die wahre Macht der Anhänger von Kukulkan zeigen. Ja. Der Kult, ne? Ist aber schon ein bisschen länger her. Jawoll, nächste Stufe freigeschaltet. Uah. Nicht, dass die Dinger sich nach oben bewegen. Und jetzt? Will ich irgendwie rüberspringen? Oh, ich kann hier durch, okay. Oh. Jetzt hoch oder? Einfach abseilen. Ich glaube, ich muss mich abseilen, ja. Mal. Das gefällt mir irgendwie ziemlich, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich weiß ja, was auf mich wartet, wahrscheinlich. Was? Nee. Kommt all die, die ihr euch für tapfer und mutig haltet. Findet heraus, ob ihr die Prüfungen überleben könnt, die euch erwarten. Gelingt es euch, habt ihr euch den Status als Krieger verdient. Oder Kriegerin. Macht das. Schlange. Ah, es aktiviert die Fallen, das ist gut. Oh je. Wow. Wie geil. Und das ist voll gut, Leute. Das ist so eine American Gladiator-Herausforderung. Ich muss irgendwie darauf klettern. Oder es absenken. Absenken finde ich langweilig. Ja, geht leider nicht, ne? Wir müssen irgendwie nach oben. American Gladiator. Und was macht der hier? Ah. Also theoretisch. Das hat gar nichts bewirkt. Theoretisch könnte man es ja ganz einfach kaputt machen. Ein paar Mal gegenschieße. Oder schlage, beziehungsweise. Ach du Scheiße. Ah. Oh. Sie hält sich nicht fest. Ich hätte gleich weiterrennen müssen. Sehr gut. Ja, Lara. Kriegerin ist schon mal nicht mehr drin. Wahrscheinlich nach dem Tod jetzt. Oh. Oh. Was denn? Sie hat sich doch bewegt. Sie war nicht tot. Stell dir mal vor, du drehst dich jetzt für alle Ewigkeit. Oh. Push it to the limit, Lara. Oh. Ja, 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 ja. Open up your limit. Pew, 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 pew.
Na. Und jetzt? Ah. Oh. Klimpchen. Nehme ich ja gerne mit. Das macht was. Die Totemarme sind jetzt verschränkt. Ja. 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 Hoppala. Wow. Und dann kommt die nächste Stufe. Okay, also hochklettern ist nicht drin. Ich muss es wirklich absenken. Oh, das ist ein bisschen hoch zum drüber springen. Nice. Was? Hat sich das eben gedreht? Ich dachte nicht, dass ich jetzt reinrenne und sterbe. Ich muss auf den äußeren Weg. Ja, ja. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ich finde das ziemlich cool gemacht. The Mayan Gladiator. Hä? Hat das gereicht jetzt? Ah, jetzt kann ich hochklettern. Och, du Scheiße, guck mich mal. Ja. Guck mich mal diese Stacheln im Boden an. Nein, 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 kein Scheiß machen. Was ist jetzt? Kann ich hier nicht hoch? Oh nein, nein, nein. Ach so. Das ist ganz schön komisch. Was so gedacht ist, ich weiß ja nicht. Also ich meine ursprünglich, natürlich können wir es ja ausnutzen zum Klettern, aber... Ja! Das war bisher das Gefährlichste, was sie gemacht hat, finde ich ja. Und? Köcher der Wespe. Verschieße bis zu 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu müssen. Geil. Coole Sache. Aha. Herausforderungsgrab. Hab ich dich. Oh, da kann man ausbuddeln. Oh. Das ist total gut, Leute. Ich finde das total geil hier. Das Spiel gefällt mir immer besser. Und ich wünschte, es würde nie zu Ende gehen. Laras ewiger Qual. Ewiger Kreislauf der Qual. Meine ich. Nein, das wäre gemein. Aber es ist halt super unterhaltsam. Ich bin so ein bisschen Fanboy gerade, ich weiß. Aber gerne. Geht's jetzt hier raus? Hier geht's raus. Gruselig, dass sich das alles noch so ewig bewegt nach der ganzen Zeit. Ich meine, stell dich mal vor, wie alt das hier ist, die ganzen Konstruktionen. Das ist eigentlich schon... Das ist ja wie Schweizer Uhrwerk. Oh Gott. Deutsche Automobilherstellung. Jetzt bei den Mayas. Wir haben's. Mit den Obsidian-Klingen ist ja fies hier. Ich meine, Obsidian kennt man ja, das ist Vulkangestein. Das, im Prinzip ist es ja Glas, oder? Na, weiß nicht. Also, Sand wird ja auch aus Glas gewonnen. Umgekehrt. Glas wird aus Sand hergestellt, meine Güte.
Quarzsand, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, es ist halt so heiß und dann wieder geschmolzen und wieder hart geworden, dass es halt wie veredelt wirkt quasi. Und deswegen ist es wirklich so hart und schwer zu bearbeiten. Aber wenn man es dann zurechthämmert und zu einer Klinge macht, ja. Was ist denn hier eigentlich noch? Denn hier ist da nochmal ein Schatz, oder? Oh, noch was zu lesen. Wunderbar. Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Ist klar. Oh, was war das denn? Ach, Lara. Nochmal schnell. Ich habe eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, noch nicht mal den mit den zwei Pfeilen den Skill, dass ich zwei Pfeile ziehe und schieße. Also das ist jetzt doppelt gelohnt, da muss ich den Vorgänger-Skill nicht erwerben. Boah. Ah. Okay. Dass hier noch so lang geht, ne? Über den Kopf, Kante. Der aber mal runterschaut, so hoch, als wäre ich ja bei der gefallen. Aha. Ah, Schwalbensprung. Da ist ja noch einer. Spider-Schwein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wie sie abgeht. Oh, Scheiße. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Ich nutze auch einen Bogen. Warum keine Chance? Das ist aber Quatsch, Lara. Das hier zählt auch nicht mehr zum Herausforderungsgrab, denke ich mal, oder? Er kommt ein bisschen schneller, kannst du schon. Die macht das immer so spannend, die Frau. Das könnte interessant werden. Okay. Warum sind die da in so einer Position gestorben? Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Ja, Arschgeigen, sei froh, lieber da so als geopfert zu werden, oder? Finde ich jetzt mal. Soll ich mir mal vorstellen, wie viele Tote es hier damals... So, alleine schon dieser Glaubenskrieg wahrscheinlich, wie viel Todes hier gegeben hat, deswegen. Ah. Sieht wie Gold aus. Ja. Weil ich doch lieber Jade hätte, das gibt viel mehr Geld bei den Händlern so ein bisschen. Oh, Rattchen. Komm, lass uns auf Abenteuersuche gehen. Was ist da, rutschen? Nee. Ist gar nicht so hell. Ah. Da ist was auf der anderen Seite. Aha. Da brauche ich irgendwie einen Seilpfeil. Also, irgendwo muss ich ein Seil festmachen. Guck mal da oben. Also, ich springe nur leider nicht da hoch jetzt. Das ist für den Rückweg dann hier wieder. Ran von hier aus. Ah. Cool. Und? Iskayawai beendete den Krieg, indem er beide Seiten einte. Doch ihr Blut war weiterhin in Wallung. Um die Kämpfer zu beschwichtigen, musste jemand bestraft werden. Yawai trieb die Kaufleute zusammen, die man für den Konflikt verantwortlich machte, und opferte sie. Das geht einfach so hier, oder wie? Einfach mal Leute opfern, wenn man keinen Bock auf sie hat, ne? Oh, ihr seid doof, ihr werdet geopfert. Ist ja was Positives hier, ne? So.
Habt ihr gewusst? Ich glaube, deswegen sind die Maya-Pyramiden auch so steil. Weil wenn man da die geopferten Leute runterwarf, die fielen dann ja bis zum Grund. Weil wenn die Pyramide ein bisschen flacher gewesen wäre, dann wären sie da irgendwo auf den Stufen liegen geblieben. Das war ja nicht die Absicht. Was muss ich mal geben, oder? Wer will denn Götter haben, die Opfer verlangen? Menschenopfer. Möge Ojanta Erde und Metalle der jenseitigen Welt für ihre Kunst finden. Oder auch Tieropfer. Wer... Ich meine, die haben sich das ja selbst ausgesucht. Wer hat denn so einen Scheiß erzählt? Die Leute glauben das auch noch von wegen, ja, wir müssen opfern, das verlangt unser Gott. Wenn ich sage, ihr bist noch ganz sauber, dann mache ich mir eigene Götter, die sind besser und cooler als deine. Ja, richtig bescheuert, ne? Scheiße. Das wird nicht einfach. Oh. Oh. Oh, what's your fancy? Ich bringe gerne durch Gräber und sterbe dabei fast. Oh. Mal Jade holen. Eine Karte. Oh. Tut sich irgendwie gar nichts. Oh doch, ich hab einen neuen Zettel gefunden. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie komme ich hier weiter hoch? Ich glaube, ich hab's schon. Sprünge, ne? Noch ein Sprung. Ein Sprung in der Schüssel. Oh! Was machst du denn? Zieh dich doch mal hoch. Was ist das auf einmal so schwer für sie? Bändchen! Schlitz. Die wollte wahrscheinlich gerade ins Gesicht springen, als sie im Flug erwischt. Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Also die andere hat sich auch gelohnt durch diesen Skill. Das fand ich ganz nett. 6 Himmelsbeinschienen. Alles klar. Hier werden Vorteile, diese... Ja, genau. Alles klar, da waren wir dabei schon jetzt. Da haben wir alles. Coole Sache. Oh, was? Guti! Ah, ich freue mich. Das ist so schön hier. Es ist so befriedigend, weißt du, wenn du halt einfach nur so ein Set-Teil bekommst oder einen neuen Skill. Es ist einfach fein. Macht einfach Spaß. Warum machst du eigentlich das Licht immer aus, Lara? Und jetzt noch einen Schwalbensprung zum Schluss, komm. Geil! Abgesprungen und abgeschlossen. Da. Ja, ich finde das so cool. Ah, Explosivpfeile. Beziehungsweise diese Giftpfeile kann ich mir mal machen. Was kann ich denn davon machen überhaupt? Wahrscheinlich auch wieder 6. 4. Cool. Oh, cool. Ja, ich habe, glaube ich... Nein, ich habe nicht alles. Ah, doch. Über Tote spricht man nicht. 2 von 4 Geheimnissen enthüllt aus der verborgenen Stadt. Wie jetzt? Da wäre noch mehr gewesen? Nee, oder? Das ist ja die verborgene Stadt an sich. Da gibt es ja generell noch mehr. Voll gut. Was habe ich denn jetzt hier? Achso, die Stiefel kann ich ja jetzt, oder? Ich würde mir aber gerne noch den neuen Bogen kaufen. Hier. Gesundheit regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Yay. Jetzt habe ich Federn dran. Nett. Trotzdem wieder die blaue Raya-Tunika nehmen, sonst reden die Leute ja nicht mit mir. Ja, ein bisschen komisch. Warum machen die das? So, hier. Seht ihr, jetzt habe ich gleich die. Hä? Ich habe doch die Fähigkeit. Warum? Oder war das? Nein. Nein, 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 nein. Ach, die hier. Schießen Sie bis zu 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu müssen. Ich dachte, das war die hier. Köcher der Wespe, das ist so gut. Täuschung des Pumas, ja, ja, ja. Ich kann jetzt eh nicht skillen mit dem einen Punkt, aber ich habe schon so viele Skills. Und wo wollte ich noch hin? Ich wollte nämlich noch ein Grab finden. Hier, guck mal.
Hallo? Ist doch ein Sarkophag. Sarkophagsisse. Da ist nämlich der ganz am Anfang. Und da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Leute, ich mache mal Schluss hier, sehe ich gerade. Es ist vorbei, der Part. Danke fürs Zusehen. War super cool. Ich danke euch fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Tomb Raider. Haut rein. Ciao.